mal wieder und wir reden heute mal über, ja, ich habe Angst wieder zu daten, nach schwierigen Erfahrungen, habe Angst mich wieder sexuell einzulassen auf Menschen, habe übrigens jetzt endlich geschafft, mein erstes Video mal auf meinem Privatkanal wieder zu machen, einfach schon mal privat eingeben bei YouTube, ein Video über Bundesjugendspiele und warum sich keiner mehr anstrengen will heutzutage, unter anderem, ja, haben doch schon viele gefunden, sehr gut. Wenn ihr sonst Themenwünsche habt, weiß nicht, wollt ihr was haben zum Sommerhaus der Stars oder irgendwie sowas, schreibt es gerne rein. Ja, also eine weibliche Person, hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Dating während intensiver Entwicklungsphase. Ich bin Ende 30 und seit 2 Jahren Single, nachdem meine letzte Beziehung nach 2 Jahren von mir beendet wurde. Die 3 Jahre davor habe ich viel gedatet und mich auf einige Beziehungsanbahnungen eingelassen. Von es passt nicht bis zu unschönen Erfahrungen war einiges dabei. Bis zum Ende dieser letzten Beziehung konnte ich mir meinen unsicher ambivalenten Bindungsstil nicht eingestehen. Ja, mit diesen Bindungsstilen ist ja immer so eine Sache. Also wenn ich das jetzt so reinlese, wäre für mich auch die Frage, hast du nicht vielleicht einen vermeidenden Bindungsstil sogar, ne? Also das ist ja jetzt, aber wie gesagt, das ist, kann man jetzt sowieso nie aus einer E-Mail rauslesen, aber ich werde da immer sehr offen, weil also viele Menschen, das Problem ist ja folgendes. Viele Menschen, die sehr verlustängstlich sind, sind dahinter eigentlich bindungsängstlich, ne? Das ist, und umgekehrt auch, viele Menschen, die bindungsängstlich sind, sind da sehr verlustängstlich. Also deswegen würde ich da immer noch versuchen, ein bisschen weiter in die Tiefe zu gucken, ob da nicht noch eine andere Zwiebelschale ist. Weil es wird jetzt auch passen zu so einem vermeidenden Bindungsstil. So, ne? Dazu kommt aber heutzutage, na gut, du bist jetzt noch Millennial, denke ich mal, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Aber gut, jetzt so bei Generation Z oder dann bald Generation Alpha oder was da noch alles kommt, sind ja auch mal die Frage, wird das wahrscheinlich normaler werden, dieses weniger feste Beziehungen und so. Auch mit Hilfe deiner Videos kann ich mittlerweile aber sagen, dass ich in vergangenen Beziehungen fast ausschließlich in deutlichem Pluspo lag. Also widerspricht sich jetzt nicht. Deswegen habe ich ja extra, ist in meinem Liebeschiff-Verlauf Modul 4 und später auch Modul 6, Modul 9, 3 Bindungsangstmodule, weil das so eine Riesenrolle spielt. Man ist häufig nur verlustängstlich bei diesen, ich sag jetzt mal, toxischen Partnern, emotional nicht verfügbar. Bei Menschen, die geeigneter werden, wird man auf einmal schrecklich bindungsängstlich. Ne? Das ist, falls man jetzt das Gefühl hat, das passt nicht zusammen, es passt zusammen. Eine 2-jährige Beziehung bildet die Ausnahme, da fand ich mich minuspolig wieder, da haben wir es ja schon. Und erlebt die Dynamik, sich hochschaukeln in der Nähe Distanzkonflikte einmal andersrum. Das und welches Ausmaß an Verantwortung ich für meine Beziehung habe, habe ich erkannt und akzeptiert, habe mir Unterstützung beim Aufarbeiten meiner Biografie geholt. Besonders ja, eine schwere Geschichte mit Klinikaufenthalt hat mich sehr aufgerüttelt. Ich habe sehr viel über mich gelernt und über mich achtsam darin, bewusster zu agieren und zu regulieren. Mir geht es nun deutlich besser, auch mit einer gewissen Verletzlichkeit. Ja, das muss man dann auch ja, einfach so nehmen, wie es ist. Ne? Datingportale meide ich seit ca. 4 Jahren, weil ich dort in Summe überwiegend negative Erfahrungen gesammelt habe, die nicht gut taten. In den beiden letzten Jahren wurde ich häufiger angeflirtet, was erstmal sehr schön ist und ich genossen habe. Meist nahm ich aber schnell schon Störungen in der Kommunikation wahr, auf die ich mich nicht einlassen wollte. Ja, auch das ist, ich vermute mal, dass die Beziehungen jetzt auch nicht alle so toll waren, wenn du hier so bei mir gelandet bist. Und dann ist eine Phase, die kann man nicht vermeiden, eine Phase, wo man an seinen Standard-Z-Breakern arbeitet, Modul 1 bei mir. Man, man keinen Bock hat, wieder unter die Räder zu kommen und dann, was auch erstmal richtig und normal ist, so super streng wird. Da muss man aber wieder einen Rückweg finden. Ne? Ich sag mal so, diese Konstellation, die ist sehr oft auf meinem Kanal vertreten, in vielen E-Mails, dass man so, es gibt ja so die, das Modul 4 ist das, die drei Stile sozusagen, wie ich immer sage, es gibt diesen liebessüchtigen Stil, es gibt so einen eher narzisstischen Stil und dann gibt es, ich nenne das immer so co-abhängige Bindungsangst, also
Man ist noch irgendwo im Dunstkreis dieser Muster, aber in so einer Haltung von, oh nee, also bevor ich wieder liebessüchtig werde, mache ich lieber gar nichts. Und das ist auch, wie gesagt, wichtiger Schritt, wichtige Phase. Sollte nur möglichst eine Phase bleiben. Also viele bleiben da auch hängen, weil sie einfach den Mut nicht wiederfinden, so, ne? Außerdem unbedingt großer Verfechter, dass Frauen so ansprechen und so, aber sich auf sie aufmerksam machen, mal einen Mann anlächeln, den du gut findest. Hast ja Female Choice haben wir als Menschen, wähl du ruhig aus, ne? Ich habe dann die Kontakte freundlich beendet. Ich konnte dabei ganz gut meine Muster erkennen und auch ein wenig meine Flex klären. Im Grunde genommen habe ich aber laufend das Gefühl für eine Partnerschaft, wie ich sie mir wünsche, selbst gar nicht bereit zu sein. Ja, also ob jemand jetzt eine Partnerschaft haben will oder nicht, oder bereit ist oder nicht, das kannst natürlich nur du wissen. Aber wie gesagt, ich mache nochmal darauf aufmerksam. Man kann das Gefühl haben, wenn man so im Liebessuchtmodus ist, kann man das Gefühl haben, man ist bereit, aber man ist eigentlich gar nicht bereit, man ist einfach nur ein Junkie. Wenn man eher so im Minuspol unterwegs ist, denkt man vielleicht, man ist nicht bereit, oder vielleicht ist man bereiter als man, oder fähiger als man je war, ne? Das ist auch so eine Sache, ne? Da muss man echt ein bisschen aufpassen bei solchen Emotionen oder Gedanken. Also ein Mangel an Selbstvertrauen, dass ich nicht komplett in meine Muster falle. Angst vor einem neuen Scheitern und dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Das Ding ist, dass ich nicht weiß, ob ich bereit bin. Naja. Also ich sag mal so, letztlich rauskriegen kannst du das nur, indem du wieder datest. Da beißt die Maus keinen Faden ab, ne? Man muss wieder aufs Spielfeld, ne? Und du bist momentan nicht auf dem Spielfeld, ne? Da kannst du das auch nicht rauskriegen, so, ne? Einerseits wächst da wieder Offenheit und Interesse an Männern. Auch sexuell muss ich sagen, dass ich mich sehr energetisch fühle, da ich in der Vergangenheit aber viel darüber kompensiert habe. Habe ich mir quasi selbst ein Zölibat auferlegt. Wunderbar, für eine gewisse Zeit, aber man muss immer aufpassen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie lange ihr das machen sollt. Ich sage immer so, halbes Jahr, ein Jahr. Und dann sage ich aber auch, und sage ich dir jetzt auch, vielleicht überlegen, mal wieder so die Rückkurve zu kriegen. Also, wer keinen Sex haben will, ist ja alles gut, weil du willst es ja nicht. Die Rückkurve zu kriegen, dass man, ja, dass man sich nicht zu sehr, also die Sprache des Gehirns ist Verhalten, ne? Was sieht dein Gehirn? Dein Gehirn sieht jemand, die nicht datet. Und dann sagt sich dein Gehirn, ja, dann werde ich mal die entsprechenden Gedanken dazu bilden, ne? So, ist ja auch scheiße und will ich ja eigentlich auch gar nicht und ist ja gefährlich. Aber in dem Moment, wo du wieder daten würdest, auch so ernsthaft, wird sich dein System auch darauf wieder einstellen, ne? Ich wünsche mir von Herzen eine liebevolle Sexualität. Bin eigentlich glücklich darüber, dass ich meinen Selbstwert in dieser Hinsicht erhöhen konnte. Der Reiz ist da und manchmal auch schwer aushaltbar. Da will schon mal die Unterhose-Entscheidung treffen. Ja, aber warum nicht nach so einer langen Zeit, jetzt wo du drauf verzichtet hast, ne? Also ich verstehe schon, dass da, aber ich möchte nicht, dass dieser Berg immer größer wird, so, ne? Also ich verstehe schon, dass es so der Richtige sein muss und dass du ein bisschen mal gucken willst, aber ja, warum nicht dann, ne? Sonst baut sich das vielleicht immer mehr auf und dann wird es immer mehr so eine Riesengeschichte, so, ne? Ich lasse sie aber nicht. Ich weiß einfach nicht so richtig, ob ich mich auf einen Flirt einlassen sollte. Wie gesagt, also Liebeship-Arbeit ist immer eine, die Extreme vermeidet, ne? Deswegen ist eigentlich, lernt man auch in meinen Ausbildungen, die jetzt bald starten, dass häufig so ein Ratschlag gut ist. Mach doch mal was anderes, ne? Also wenn du ständig datest, mach doch mal eine Pause. Du hast aber jetzt eine lange Pause. Was ist dann das andere? Das andere wäre wieder zu daten, so, ne? Ja. Ein Teil von mir denkt, dass ich ohnehin besser im Handeln lernen kann. Ja, das ist genau, was ich gerade gesagt habe. Sprich, ich will lernen, Beziehungen anders anzugehen und zu gestalten, wenn ich es nicht aktiv tue, sondern bloß theoretisch, Fragezeichen. Genau, das ist das Problem. Du kannst es eigentlich jetzt nur... Ich denke, die Schritte, die du klären konntest in der Single-Zeit, hast du gemacht. Die nächsten Schritte wären wahrscheinlich wieder in Beziehung, sage ich jetzt mal so ganz breit, ne?
Auf der anderen Seite empfinde ich natürlich auch Verantwortung dem Mann gegenüber, vor allem, da ich nun weiß, in welche Reaktionsmuster ich gehen kann. Ja, Gott, aber eins kann ich dir sagen, keiner von uns, keiner von den 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt ist fertig. Keiner. Jeder macht Fehler, keiner ist fertig, keiner ist angekommen. Also, und machen andere sich darüber Gedanken, nee, man ist ja toll, dass du da so selbstbewusst bist, aber mach da nicht so eine Wissenschaft draus. Es ist immer noch was ganz Natürliches, ne? Diese Gedanken blockieren mich, sodass ich momentan einen großen Bogen um Romantisches mache, obwohl ich mich nach liebevoller Begegnung sehne. Ist eigentlich so typisch Modul 4, sag ich mal. Das ist eigentlich genau, was man immer so Angst davor doch noch, muss ja auch gar nicht mehr sein, aber die Angst davor, co-abhängig zu reagieren, Angst davor, Grenzen nicht setzen zu können und daraus dann, oder vielleicht auch schon vorher daseinende Bindungsangst, das ist genau wie diese Phase oder dieses Muster sich dann so ausspielt. Und vielleicht war es auch vorher schon da, aber versteckt hinter Liebessucht. Also von daher, go for it, ne? Ich habe auch Angst, meine besten Jahre zu verpassen. Ja, also aus FOMO wollen wir natürlich nie was machen, weil könnten auch deine 70er die besten Jahre sein oder die 80er, wer weiß das schon. Aber ja, ich denke, bin da eigentlich ganz deiner Meinung. Jetzt ist Zeit mal wieder zurück auf den Spielplatz zu gehen, ne? Oder besser gesagt auf Spielfeld, Spielplatz vielleicht auch. Weil ich immer wieder alles richtig machen will. Das ist fucking unmöglich. Das ist wie, als wenn du Klavier spielen lernen willst, ohne zu üben. Wie soll das gehen? Also du kannst dir die Noten angucken, aber du kannst letzten Endes nicht besser werden, ohne tatsächlich zu spielen. Wirst du dabei Fehler machen? Also zufällig habe ich jetzt gerade wieder Unterricht. Ja, ich denke, ja, ich kann eigentlich schon ganz einigermaßen spielen, aber klar, gehe ich zum Unterricht? Natürlich, man, das wird in 10 Jahren so, es wird klar, kommt der Klavierlehrer und sagt, ja, das, die Fehler machst du. Ja, soll man dann aufhören zu spielen? Nee. Ne? Ich würde deine professionelle Sicht darauf enorm interessieren, daten ja oder nein? Wir gucken mal wieder. Ich würde mal sagen, das mal wieder. Zeit für das goldene Datingbuch. So, ne? Das große Datingbuch. Soll ich das eigentlich mal rausbringen? Ja. Ja, das können wir gucken mal. So, also, dann gucken wir noch mal, was haben wir denn hier? Also, 38 Jahre. Dann unter Kapitel 2 Jahre Single und davor, ach nee, da muss ich erstmal noch davor, so und so lang Beziehungen. Okay, Angst vorm Daten, ein bisschen Bindungsangst. Das blätter ich nur einmal. Soll sie wieder daten? Ja, okay. Das ist die Antwort. Geil. Das konnten wir erklären mit dem goldenen Datingbuch. So. Gut, haben wir ja wieder mal eine Frage beantwortet, glaube ich. So, was steht da noch? Am liebsten würde ich einfach ehrlich beschreiben, wo ich stehe und zugeben, dass ich mich ein wenig auf Neuland begebe in Sachen Beziehung. Also, du hast ja jetzt was gelernt, aber daten ist ja irgendwo auch wie Fahrradfahren. Also, du musst da jetzt keinen Vortrag halten, dass du 2 Jahre Single warst, dass du, sondern also das macht es auch alles so künstlich wieder. Geh doch einfach rein und ich denke, ich kann das, glaube ich, ich kann mir gut vorstellen, dass du viel gelernt hast, dass du viel weißt und vertrau doch einfach drauf, dass wenn jemand dann Red Flags zeigt, dass du dann schon eine Antwort drauf findest und dann geht es eben weiter. So, ne? Aber ich lass dir da diese Frische und diese Leichtigkeit nicht nehmen beim Dating. Ne? Hangout, have fun, hook up. In deinem Fall jetzt mit den Richtigen, wir wollen nicht in alte Muster verfallen, aber letzten Endes, das ist die ewige Deckelregel, ne? Ich möchte einen Mann aber auch nicht direkt damit verschrecken, zumal ich schon oft die Erfahrung gemacht habe, dass ich dann plötzlich die Bekloppte bin, die ja offen zugegeben hat, dass sie einen an der Waffel hat. Also erstmal haben wir alle irgendwo unsere Themen, ich würde auch nicht so negativ auf dich gucken. Wahrscheinlich, das ist ja so, wenn man seinen Liebeschip-Weg geht,
weißt du eigentlich mehr über Beziehungen als die allermeisten anderen, von daher kannst du da selbstbewusst rangehen. Und aber ja, ich würde auch sagen, warum jetzt muss man jetzt nicht ein Atomkraftwerk erklären auf dem Date so, ne? Ist nicht nötig. Außerdem fehlt dann die Leichtigkeit, genau. Danke für das Lesen, deine wunderbaren, ermutigen YouTube-Beiträge. Ich hoffe, meine Mail ist nicht zu konfus und auch für anderen interessant. In diesem Fall ist nur wichtig, dass du sie interessant findest. Nicht immer an andere denken. So, denk mal an dich, hab Spaß, hast mal einen Segen, schreib uns, wie es gelaufen ist und wir sehen uns bald wieder. Mach die fucking Kurse. Vielleicht sehen wir uns auf der Lesung, Berlin, Leipzig, vielleicht sehen wir uns in meiner Ausbildung oder virtuell zumindest. Und noch irgendwas. Ja, ich setze mich mal wieder weiter an die Dating-Coach-Ausbildung. Übrigens, wenn ihr auch machen wollt, die startet ja, die ist ja neu. Ciao.